Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich heute gerne eine Partie vom Open zeigen, aber natürlich habe ich vergessen, dass Karfreitag ist und dass es keine Übertragung gibt. Und die Partien in der ersten Runde waren alle recht einseitig, deswegen ja, werde ich nochmal eine Partie vom Classic zeigen und zwar zwischen Magnus Carlsen und Richard Rapport. Die wurde gestern gespielt, das Classic darf heute nämlich pausieren, wahrscheinlich weil es ohne Übertragung irgendwie blöd ist, so ein schönes Turnier zu veranstalten. Und in der ersten Runde von gestern konnte Magnus mit Schwarz im Benoni gegen Vincent Keimer gewinnen. Und in der zweiten Runde des Tages spielte er dann gegen Rapport. Und ja, zu meiner großen Überraschung zumindest, kam auch da Benoni aufs Brett. Nach Springer F3 spielte Rapport C5. Ich weiß nicht, ob das irgendwie purer Zufall war, ob Rapport es lustig fand oder ja, ob vielleicht eine Menge Super-Großmeister momentan wieder daran arbeiten, Benoni zum Laufen zu bringen. Weil, also auf dem Niveau wird Benoni natürlich sehr selten gespielt und 45 Minuten ist jetzt auch nicht gerade Blitz oder so. Also da hat man schon Zeit zum Nachdenken. Also ja, dass es zwei Partien an einem Tag gab, in denen sich Schwarz das getraut hat und die auch eigentlich beide ganz gut für Schwarz liefen. Ist vielleicht ein Zeichen, dass Benoni wieder zurückkommt, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Magnus spielte D5, also er spielt hier sehr prinzipiell. D6, Springer C3, Schwarz schlägt auf D5 und G6. Ja, ihr spielte Magnus H3. Ich muss zugeben, ich bin jetzt keine große Expertin in diesen Stellungen, weil ja, ich spiele keinen D4 mit Weiß und mit Schwarz habe ich Benoni auch. Vielleicht zwei, drei Partien in meinem Leben gespielt und normalerweise wenn dann gegen die Fianchetto-Variante. Aber ja, soweit ich das verstehe, ist dieser weißfädrige Läufer von Schwarz, der sieht auf dem Papier erstmal ganz gut aus, aber das Problem ist, der findet wenig sinnvolle Felder. Denn normalerweise kommt der Springer nach D7, dann kann der Läufer da schon mal nicht hin. Er kann nicht so gut nach E6 und sobald Weiß E4 spielt, hat sich das Feld F5 auch erledigt. Und jetzt nimmt Weiß dem Läufer noch das Feld G4. Also ein typischer Plan für Schwarz ist tatsächlich in diesen Stellungen Läufer G4 zu spielen, den Springer zu fesseln und ihn zu schlagen. Einfach weil der Läufer ansonsten Schwierigkeiten hat, ein gutes Feld zu finden. Und das verhindert Magnus jetzt gleich. Läufer G7, E4. Und nach Rochade sehen wir noch einen Vorteil von dem Zug H3. Denn H3 verhindert nicht nur Läufer G4, sondern natürlich auch Springer G4. Und deswegen kann der Läufer jetzt problemlos nach E3 entwickelt werden. Turm E8 und Springer D2. Ja, das ist offenbar alles noch Theorie, zumindest gab es hier noch so um die 1000 Partien. A6. Schwarz bereitet B5 vor, auch das ein ganz typischer Plan im Benoni. Schwarz hat mehr Bauern am Damenflügel und möchte daher auch genau dort spielen. Wenn man sowas wie Läufer D3 spielt, was natürlich ein logischer Entwicklungszug ist, aber die schwarzen Ideen schon sehr vernachlässigt, dann hat Schwarz, glaube ich, sofort keine Probleme. Nach B5, A3 und C4. Läufer C2 und Springer D7, kommt der Springer nach C5 und diese Stellung sieht aus meiner Sicht ziemlich gut aus für Schwarz. Also hier hat Schwarz schon eine ganze Menge geschafft. Schwarz hat Raum am Damenflügel gewonnen, der Springer bekommt das Feld auf C5. Schwarz hat hier ein bisschen Druck gegen den Bauern auf E4 und vor allem der Springer auf D2. Der ist da eigentlich auch nicht so glücklich. Also der wollte ursprünglich mal nach C4, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Deshalb folgerichtig hier A4. Also ich gehe mal davon aus, Magnus kannte das auch noch, aber das kann man auch ganz gut finden, wenn man die schwarzen Ideen versteht. Und hier folgte Springer schlägt E4. Hier nutzt jetzt Schwarz aus, dass der weiße König noch in der Mitte steht. Und egal welcher weiße Springer schlägt, Schwarz wird F5 spielen. In der Partie folgte Springer C schlägt E4. Wir schauen aber auch noch kurz Springer D schlägt E4 an. Der Punkt ist, wenn der Springer wegzieht, dann wird Schwarz die Figur mit F4 zurückgewinnen. Und wenn der Springer nicht wegzieht, dann hängt er natürlich. Weiß kann hier auf D6 schlagen. Aber das hilft auch eher Schwarz, weil das die schwarze Stellung ein wenig befreit. Und nach Läufer E2, F4, Läufer C1, Läufer F5, sagte mein Computer ungefähr Ausgleich. Aber ich muss sagen, mir gefällt die schwarze Stellung hier sehr gut. Also mir scheint es, als wenn Schwarz hier sehr viel erreicht hat. Ja, stattdessen folgte Springer C schlägt E4 und jetzt nach F5 einfach Läufer E2. Und hier kommen wir in eine ganz spannende Stellung. Schwarz gewinnt jetzt die Figur zurück und nach Springer C4 wirkt es erstmal so, als wenn Weiß überhaupt keine Anstalten macht, den Bauern auf E4 zurückzugewinnen. Warum kann man so spielen? Wofür gibt Weiß diesen Bauern auf? Man hat jetzt hier jetzt keinen riesen Entwicklungsvorsprung, also man muss noch rochieren. Aber hier ist ganz wichtig, dieser Bau auf E4, der bringt Schwarz erstmal recht wenig. Also das ist kein Freibauer, der läuft nirgendwo hin, der schwarze König ist auch etwas geschwächt. Und wenn man jetzt mal betrachtet, wo hat Schwarz einen Mehrbauern, dann ist das der Damenflügel.
Hier hat Schwarz einen Mehrbauern. Und wie kann Schwarz das nutzen? Dafür müsste man die Bauern irgendwie in Bewegung bringen. Und nach Springer C4 möchte Weiß gegebenenfalls A5 spielen. Und dann ist die schwarze Mehrheit einfach völlig blockiert und man spürt das gar nicht, dass Weiß einen Bauern weniger hat. Schwarz hat hier A5 gespielt, den gab es auch schon das ein oder andere Mal. Ich dachte, vielleicht kann man sowas wie Dame C7 spielen. Also das war für mich der logische Zug. Die Idee ist es einfach, den Springer nach D7 zu entwickeln und da vorher den D6 zu decken. Aber jetzt nach Läufer F4 ist das auch irgendwie unangenehm für Schwarz. Man sollte wahrscheinlich Läufer F8 spielen. Und nach A5 Springer D7 Dame B3 habe ich mir die Stellung so angeguckt und so richtig gefallen hat mir das nicht. Der D6 ist schwach, die beiden schwarzen Figuren, die den gerade decken, müssen auch da stehen bleiben, wo sie ihn decken. Am Damenflügel bewegt sich nichts. Für den Läufer ist es auch nicht ganz leicht, ein Feld zu finden, genauso für den Springer. Also wahrscheinlich wird Schwarz versuchen, sowas wie Springer F6, Läufer F5 zu spielen. Aber selbst danach ist nicht ganz klar, wie es weitergehen soll. Und dementsprechend, ja, muss man hier sagen, dass Weiß sehr, sehr gute Kompensation für den Bauern hat, weil man einfach sehr gute Kontrolle über die Stellung hat. In der Partie kam, wie gesagt, A5. Das verhindert die A5-Idee von Weiß, aber auch das legt natürlich irgendwie die schwarze Mehrheit still, denn jetzt ist B5 ja sehr schwierig durchzusetzen. Läufer F4. Magnus möchte jetzt den D6 nehmen. Okay, Schwarz sagt, wenn Weiß den D6 gewinnt, dann wäre das nicht so gut, deshalb wird er verteidigt. Und Turm A3. Das ist auch ein Vorteil von A4. Der Turm kann jetzt über die dritte Reihe aktiviert werden. Und das ist eine sehr, sehr hübsche Idee. Schwarz hat nämlich den König geschwächt, deshalb kommt der Turm jetzt an den Königsflügel. Okay, Springer A6. Der Springer möchte ausnutzen, dass das Feld auf B4 geschwächt wurde und dann vielleicht mal nach D3 kommen. Das ist ja der Vorteil davon, dass man einen Bauern auf E4 hat. Rochade und jetzt Springer B4. Okay, es folgt erstmal Dame D2. Und hier hat Schwarz B6 gespielt. Das sieht nicht optimal aus, aber okay, vielleicht kann der Läufer mal nach A6 oder die schwarze Idee in der Partie war es, den Turm über A7 ins Spiel zu bringen. Was auch ganz logisch ist, also eigentlich analog zur weißen Idee, der Turm möchte irgendwie über die siebte Reihe jetzt aktiviert werden, weil sonst hat er Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Es folgte Turm G3 und Turm A7. Und hier auch sehr, sehr schöne Idee von Magnus. Die Figuren sind mehr oder weniger fertig entwickelt. Und wenn ihr wollt, dann denkt gerne mal nach, wie ihr hier weiterspielen würdet. Denn hier ist jetzt die Frage, wie kann man weiter versuchen auszunutzen, dass der schwarze König geschwächt wurde? Wie sollte man das handhaben? Und ja, da kam eine sehr, sehr typische Idee. Weiß spielt H4. Weiß möchte natürlich einfach H5 spielen und den König noch weiter schwächen. Eine Frage bleibt, was passiert nach Dame schlägt H4? Das lässt sich aber zum Glück recht leicht berechnen. Läufer G5 fängt die Dame. Jetzt muss man nur noch ganz kurz schauen, was kommt nach E3. Aber hier hat Weiß sogar mehrere Möglichkeiten. Die leichteste und stärkste ist wahrscheinlich Turm schlägt E3. Denn jetzt hängen sowohl Dame als auch Turm und nach Dame schlägt G5, Turm schlägt E8 ist noch recht wichtig, dass die Dame auf D2 verteidigt ist. Das heißt, hier hat Weiß jetzt einfach eine Qualität gewonnen. Und auch wenn Schwarz einen Bauern dafür hat, mit diesen schwachen Bauern auf B6 und D6 und vor allem dem aktiven weißen Turm, sollte die Stellung völlig gewonnen sein für Weiß. Es folgte stattdessen Turm F7 und jetzt Läufer G5. Jetzt ist das Problem, wo soll die Dame hin? Schwarz entschied sich, diesen Läufer abzutauschen. Das ist natürlich auch wieder eine zweischneidige Entscheidung. Denn man tauscht zwar einen Angreifer ab, aber man tauscht eben auch einen Verteidiger ab. Aber da Schwarz auch nicht so viel Platz für die Figuren hat, ist das durchaus nachvollziehbar. Und Schwarz hatte auch die Idee, dass man hier nach H5 den Königsflügel noch mit Läufer F5 stabilisieren kann. Und auch hier hat mir Magnus' Fortsetzung sehr gut gefallen. Man kann hier im Übrigen den Bauern auf B6 schlagen. Und so wie ich mich kenne, würde ich das wahrscheinlich sogar machen, weil ich spiele nicht so gern mit Material weniger. Aber ja, je mehr Partien man von, also nicht nur von Magnus, sondern von allen Supergroßmeistern anschaut, vielleicht nicht nur Supergroßmeister, sondern auch normale Großmeister, stellt man fest, dass die Initiative immer mehr Vorrang hat. Also so ein Bauer, der Bauer auf B6, der läuft wahrscheinlich nicht weg. Den kann man wegnehmen, wann immer man will. Und deshalb ergibt es gar keinen Sinn, den jetzt wegzunehmen, sondern man sollte erstmal weiterschauen, ob man vielleicht dem schwarzen König was tun kann. Und Magnus entschied sich hier, Läufer G4 zu spielen. Schöne Idee, den Läufer auf F5 zu tauschen, denn der verteidigt ja den Bauern auf G6, der sehr, sehr wichtig für die Verteidigung des schwarzen Königs ist. Nach Läufer G4 hat Schwarz jetzt auch wenig Auswahl, also man muss irgendwie tauschen. Schlägt, schlägt. Und hier stand Schwarz vor der Wahl. Wie deckt man jetzt den G6?
Ich denke, es gibt zwei logische Wege. Also einer ist mit dem Turm nach G7 und der andere ist mit dem Turm nach F6. Und hier wählte Rapport den falschen. Der bessere Zug wäre Turm F6. Weiß würde mit Turm E1 fortsetzen und jetzt versuchen, hier auf E4 zu nehmen. Und hier ist der Punkt, Schwarz kann jetzt Dame F7 spielen. Und hier sieht man den Unterschied. Der Turm deckt den Bauern auf D6. Und ja, zum Beispiel nach H schlägt G6 kann man jetzt einfach wieder nehmen. Ganz wichtig, mit dem Turm darf man nicht nehmen, denn jetzt ist der Turm gefesselt und daher ist der Bauer auf D6 nicht mehr gedeckt und diese Gabel verliert einfach eine ganze Menge Material für Schwarz. Stattdessen H schlägt G6 und ja, hier zum Beispiel Dame H6, aber nach Springer D3 ist die Stellung gar nicht klar. Auch auf F2 droht mal was, Weiß hat jetzt konkret keine so große Drohung, also es sieht ein bisschen bedrohlich aus um den schwarzen König, aber eigentlich droht erstmal nichts. Und dementsprechend ist Schwarz hier auf jeden Fall noch im Spiel. Nach Dame F7 könnte man auch überlegen, mit Weiß auf E4 zu nehmen, aber nach Schlägt schlägt hängt jetzt auch der Bauer auf D5 und auch hier gilt, also Weiß sollte nicht schlechter stehen, der König ist schwach und vor allem auch diese Bauern sind schwach, also im Endspiel sollte Weiß hier auch scheinbar, also ja, das sollte ungefähr ausgeglichen sein. Aber ja, es ist eben ausgeglichen. Nach Turm G7 ist die Stellung nicht mehr ausgeglichen. Und auch hier spielte Magnus den starken Zug Turm E1. Der Punkt ist, dass jetzt nach Dame F6 zum Beispiel einfach Turm schlägt E4 folgen kann. Und jetzt wäre ein wichtiger Bauer weg, ohne dass man irgendwas hat. Das gleiche, oder was heißt das gleiche? Dame F7 geht nicht, weil der D6 hängt. Und deshalb entschied sich Rapport hier für G schlägt H5. Und wenn ihr ein bisschen Rechnen üben wollt, dann berechnet vielleicht mal die Folgen von Turm schlägt E4. Das ist natürlich der logische Zug und ich kann verraten, es ist auch der richtige, aber es ist hier nicht ganz einfach, alles bis zum Ende zu sehen. Und ja, Magnus schlug. Schlägt, schlägt, schlägt. Das ist alles forciert. Und jetzt nach Springer schlägt D6. Das ist im Übrigen der einzige Zug, der hier gewinnt, aber er ist auch recht logisch. Ich meine, er nimmt einen wichtigen Bauern weg, er greift den Turm an. Der Springer hing auch, also es ergibt schon eine ganze Menge Sinn. Turm E5 ist die Frage, wie sollte man fortsetzen? Und hier ist vielleicht auch auf den ersten Blick die Stellung jetzt gar nicht so super einfach einzuschätzen. Immerhin hat Schwarz zwei Türme für die Dame und die Bauern sind ausgeglichen. Dazu droht Schwarz eben noch hier einen Bauern wegzunehmen. Aber das Problem ist, der schwarze König ist zu schwach. Und ja, das hat Magnus sehr gut eingeschätzt, er spielte hier F4 und nach Turm schlägt D5, Dame E2. Und plötzlich wird ausgenutzt, dass aus irgendeinem Grund die schwarze Grundreihe sehr schwach ist. Also Schwarz hat keine Bauern mehr auf F7 und G7, aber dennoch droht Dame E8 matt. Und deshalb ist der Springer tabu, denn hier hätte der König kein Feld mehr und die Partie wäre entschieden. Deshalb spielte Rapport H6, aber auch hier folgt Dame E6 Schach und der schwarze König bekommt Probleme. Rapport gab hier auf, vielleicht gucken wir noch kurz warum. Also König F8 ist recht offensichtlich nicht möglich, das ist sofort matt. Aber der König könnte ja versuchen, woanders hinzulaufen. Zum Beispiel nach H7. Und hier ist der Punkt, dass der Springer nun nach F5 kommt. Und tatsächlich ist es eher so, als wenn die Dame und der Springer gegen zwei Türme spielen. Denn dieser Springer auf B4, der macht momentan gar nicht mit, zumindest ja nicht da, wo der Schauplatz dieser Partie ist. Und es droht jetzt Dame schlägt H6, es droht aber auch Springer schlägt G7 und sowas wie Turm G6, um beides zu verhindern, funktioniert einfach nicht, weil nach Dame F7 weiteres Material fällt, beziehungsweise ist wahrscheinlich sogar gleich matt, denn ja. Das ist schwierig zu verhindern. Schwarz muss hier alles opfern und das wollte Rapport nicht mehr, deshalb gab er auf nach dem Zug Dame E6. Das führte irgendwie dazu, dass Magnus plötzlich wieder in der Tabelle vorne lag, nachdem er die erste Runde des Turniers ja verloren hatte. Bei Vincent läuft es nach wie vor nicht so gut, 5 Remis und eine Niederlage. Aber es werden noch 4 Runden gespielt in der, ja, nennen wir es mal Vorrunde. Und am Ende werden jeweils 2 Plätze, also der erste spielt gegen den zweiten, der dritte gegen den vierten und der fünfte gegen den sechsten. In einem kleinen ja, K.O.-Turnier ist vielleicht schwer zu sagen, weil es ist immer nur ein K.O.-Match. Aber auf jeden Fall, die ersten beiden der Tabelle spielen dann ein Match gegeneinander. Die zweiten, also der dritte und der vierte. Und so werden dann die Endplatzierungen festgelegt. Aber ja, wie gesagt, das Open läuft. Ich verfolge die Ergebnisse. Leider gibt es heute keine Partien, aber morgen gibt es wieder Partien.
Und ich setze darauf, dass da viel Spannendes passieren wird. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass die nächsten Tage auch eher von da Partien kommen werden. Einfach damit wir auch mal andere Spieler sehen und ja, ein bisschen schauen, was ansonsten so in der Schachwelt los ist. Weil Magnus, den sehen wir sowieso alle ständig und überall und wir wissen, dass er stark ist. Aber vielleicht gibt es im Open ja die eine oder andere Überraschung, die auch interessant zu sehen wäre. Wenn euch da was auffällt, dann lasst es mich gern wissen. Es sind ja auch super viele Partien und zumindest gestern waren auch bei League Chess quasi, also fast 200 Live-Bretter angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Wenn die am Ende dann wirklich alle live sind, dann gibt es da eine Menge Partien, wo ich vielleicht auch mal die eine oder andere verpasse. Also wenn ihr einen Bekannten habt oder wenn ihr selbst eine tolle Partie gespielt habt, die ich unbedingt sehen sollte, dann lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!